Kennen Sie Korstein? Nein. Wir fahren jetzt zusammen zu ihr. Sie ist meine Freundin. Dort können Sie bleiben. Ja, mir wusste. Das ist so, weil bald Frauen ich einen habe. Wissen Sie, dass Kriminalassistent Müller Sie in sein Gefängnis stecken will? Er glaubt, dass Sie etwas mit den beiden Toten zu tun hatten. Ich glaube, Sie sind mit uns einer Meinung, dass es keine Selbstmord gewesen ist. Und Fabricius Mord ist nicht Unfall. Ich habe das alles getan, weil ich den Mörder des toten Madsen finden will. Und ich könnte mir denken, dass das auch der Mörder von Fabricius war. Ich behalte sie im Augen. Und jetzt werde ich dem Fabricius Madsen ein paar Fragen stellen. Ah, Brixhaus. Ich habe doch nicht gewollt, dass Sie Sieberg Wilhelm. Ich muss ihr zuweilen Schlafenbetten in das Tassen gegeben haben. Nun, sie hat ja nur geschlafen. Dann hörte ich, dass sie kleine Luft im Backen, Wilhelm. Lass das weinen. Es ist passiert. Du weißt, dass ich dich nicht alleine lasse. Und warum habt ihr Fabricius? Hör auf, Wilhelm, bitte hör auf. Das war noch Udo. Er hat mich falsch verstanden. Cora. Cora Stein. Cora. Tamara. Carlsen. Cora. Kommen Sie.
Erobuch, erobuch. Ein Glück, erobuch. Dass sie noch leben. Mensch, wie sehen sie denn aus? Wie ein lebender Toter. Wie spät ist es? Sie haben dem Hund ihr Leben zu verdanken. Ich wollte Ihnen eine Geschichte vorlesen, wenn Sie Lust haben. Frau Briggs hat sich den Pulsarten aufgeschnitten. Udo fand seine Mutter. Er gab seinem Vater sie Schuld an dem Selbstmord, seine Mutter. Seine Vater hatte er fast totgeschlagen. Urvinkel. It's not gonna give us bad advice.